Ein Kommentator wollte wissen, wie man Premiumize VoiceOver IP in die Fritzbox einfügt. Hier kommt das Video dazu. Das ist jetzt hier eine kleine Dia-Show, aber ich denke, da versteht man es am besten. Als erstes muss man sich natürlich in die Fritzbox einloggen. Links geht man dann auf Telefonie und dann unten auf eigene Rufnummern. Jetzt bekommt man eine Liste mit den bestehenden Rufnummern und rechts unten kann man dann auf neue Rufnummer klicken. So, hier muss man dann einen Anbieter auswählen. Premiumize ist jetzt hier nicht dabei. Da scrollt man ein bisschen runter, bis man zu dem Punkt kommt, weitere Anbieter. Der ist da so ein bisschen grau schraffiert hinterlegt. Und dann geht man noch weiter runter und am Ende hat man dann andere Anbieter stehen. Was tragen wir jetzt also ein? Ich bin jetzt einfach mal auf premiumize.me/VoIP gegangen. Da sieht man dann den VoiceOver-IP-Nutzernamen und das Passwort. Und weiter unten sieht man noch die Server-Details. Da bekommt man eine IP-Adresse. Bei der Fritzbox trage ich dann bei Rufnummer für die Anmeldung einfach mal meinen Benutzernamen ein und die interne Rufnummer in der Fritzbox, die dürft ihr euch natürlich aussuchen. Dann geht es ein bisschen weiter in der Fritzbox unten und da muss dann der Benutzername nochmal eingetragen werden und sowohl auch das Passwort hier. Der Registrar ist genau diese IP-Nummer, die wir von Premiumize bekommen. Das war's erstmal grob. Unten kann man dann noch anbieten, ob IPv4 oder IPv6 benutzt werden soll. Ich habe es genau so eingestellt, wie ihr es jetzt hier seht. Dann kriegt man nochmal so eine Zusammenfassung und geht einfach auf Weiter. Dann wird getestet, ob die Verbindung funktioniert und bei mir war die dann erfolgreich. Was man jetzt noch machen sollte, damit Anrufe nach Deutschland auch funktionieren, nochmal auf Bearbeiten gehen in dieser Telefonnummernübersicht. Und beim Rufnummernformat, wenn man ein bisschen runterscrollt, kommt man zu diesem Teil hier Rufnummernformat. Da kann man dann einstellen, dass Rufnummern immer mit dem Präfix 0049 gewählt werden. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Handynummer 0151 bla 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 wähle, wird davor automatisch die 0049 gesetzt. Man kann die auch manuell davor setzen, aber da müsste man halt jedes Mal dran denken. Das gleiche gilt natürlich für die Ortsvorwahl. Auch die könntet ihr dann wieder mit Präfix einstellen. Zu beachten ist jetzt auch noch, dass das nur für ausgehende Anrufe gilt und nicht für eingehende. Und ich würde euch jetzt in dem Zusammenhang auch noch ein anderes Video von mir empfehlen, das blende ich euch jetzt hier oben ein. Und zwar habe ich da gezeigt, wie man da in der Fritzbox einstellen kann, dass bestimmte Rufnummern nur über einen Anbieter gehen. Also in dem Fall wäre das jetzt Premiumize. Ich kann der Fritzbox also sagen, wenn ich eine Handynummer anrufe, dann telefoniere doch über Premiumize. Oder wenn ich nach Aserbaidschan anrufe, dann telefoniere doch über Premiumize. Und so spart man sich dann die teuren Kosten von seinem Telefonanbieter.